أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. غريب في الحياة وفي الممات، ومجهول الهوية والصفات، كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات. غريب في الحياة وفي الممات، ومجهول الهوية والصفات، كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir begrüßen euch recht herzlich und freuen uns natürlich, wieder diese hübschen Gläubigen, inshallah, Gesichter zu sehen, und bitten Allah azza wa jal insbesondere darum, dass er uns allen die Sünden vergibt mit diesem heutigen Tag, und dass Allah azza wa jal uns nach unserer Absicht belohnen soll, warum wir hierher gekommen sind in die Moschee. Denn wahrlich, ein Muslim, es zieht ihm immer in die Moschee, in das Haus Allahs azza wa jal, weil alleine in diesem Haus findet er Ruhe. Und wir alle brauchen diese Ruhe, vor allen Dingen in diesen Zeiten, liebe Geschwister, wo die Wahrheit zur Lüge geworden ist und die Lüge zur Wahrheit geworden ist. Wir alle brauchen diese Ruhe, denn es gibt Leute, sie sagen sich, in diesen heutigen Zeiten ist der Islam die wahre Religion, und sie heißen Muhammad, und sie heißen Hassan, und sie heißen Jamal und Jibril, und er zweifelt an seiner Religion, weil er nichts anderes schaut als die Sendungen der Kuffar, Shaitan TV und sondersgleichen. Und er liest die Blätter der Kuffar-Spiegel und was auch immer. Er weiß nicht, der Ärmste, dass diese Leute seit langem den Islam bekämpfen. Nicht nur heute, sondern schon damals. Nur die Mittel ändern sich. Damals haben die Qurayshiten schon gesagt, und ihr solltet den Koran lernen. Und ihr solltet euch damit beschäftigen, liebe Geschwister. Nur aus einem einzigen Grund. Damit ihr wisst, was die Wahrheit und was die Lüge ist. Die Kuffar, die Qurayshiten sagten damals, in der Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. Hört nicht diesem Koran zu, sondern redet dazwischen. Hört nicht dem Koran zu, denn er verzaubert euch. Und wahrlich, wenn man mit offenem Herzen, und ich betone, mit offenem Herzen den Koran liest, es bleibt einem nichts anderes übrig, als sich zu unterwerfen, als sich auf den Boden niederzuwerfen und Allah, seinem Herrn, zu danken, dass er einem endlich Allah Azza wa Jal erkennen gelassen hat und dass man reuig zu ihm zurückkehrt und ab jetzt ein anderes Leben anfangen möchte, als das Leben, die Lüge, was man vorher gelebt hat. Möge Allah Azza wa Jal uns Standfestigkeit in unsere Herzen geben. Wisst ihr, was die Kuffar sagen? Von den verschiedenen Institutionen, die nur damit beauftragt sind, die Muslime von ihrem Weg abzuhalten. Und das ist nichts Neues, deswegen sage ich euch, ihr sollt den Koran lesen und ihr sollt euch mit dem Koran beschäftigen und ihr werdet alles wiederfinden, was wir derzeit erleben. Denn das ist so, das ist eine Sunna von Allah. Sie ist zu jeder Zeit, für jedes Volk und an jedem Ort bestimmt, dass die Leute, die gläubig sind, immer von den Kuffar und diejenigen, die mit den Kuffar zusammenarbeiten, verfolgt wurden und erniedrigt wurden und gequält wurden und sogar, halte ich fest, getötet wurden. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, dass Bani Israel an einem Tag 70 Propheten getötet haben. Allahu Akbar. Propheten, die besten Diener Allahs, die auserlesenen Diener Allahs. Propheten, die barmherziger als jeder andere Mensch gewesen ist. Wer solche Menschen tötet, was kann er für ein Herz haben? Sagt es mir. Schlecht? Nur schlecht? Das sind Monster. Das sind Leute, die haben so einen Hass gegenüber Allah. Es sind auch manchmal Leute darunter, die muslimische Namen tragen.
Unser Sheikh hat uns erzählt, einmal gab es einen Autounfall in Misr, liebe Geschwister, in Ägypten. Und Subhan al-Malik, es gab zwei Jugendliche in diesem Auto, die kurz davor waren zu sterben. So ging eine Person, der den Unfall beobachtet hat, zu einem von ihnen, der auf dem Boden lag. Und er sagte zu ihm, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Denn das, woran wir jemanden erinnern sollten, der kurz vor dem Tod ist. Sag, la ilaha illallah. Er sagte zu ihm, sag la ilaha illallah. Wisst ihr, was dieser, der gerade auf dem Boden lag, gesagt hat? Ana bakrahu. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'a. Derjenige, der die Begegnung mit Allah liebt, so liebt Allah auch die Begegnung mit ihm. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ. Aber derjenige, der gleichzeitig die Begegnung mit Allah hasst, so hasst auch Allah die Begegnung mit ihm. Daher, zu welchen beiden Gruppen gehörst du, O Diener Allahs? Ich sage dir, die Kuffar haben einen Weg, wie sie uns von dieser Religion wegbringen möchten. Und du solltest auf der Hut sein. Sie wollen das Wertvollste von dir nehmen. Nicht deine paar Mäuse, die du besitzt und unter dem Schrank versteckst. Nein, sie interessiert dein Glaube, dein Iman. Wenn sie den bekommen, dann haben sie das Beste erreicht. Allah sagt das im Koran. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden euch so lange bekämpfen. Und diese Ayah beweist, dass es schon immer so war und bis zur Stunde so weitergehen wird. Und sie werden euch so lange bekämpfen. Wer? Die Kuffar. Bis sie euch töten? Nein. Bis sie euch von eurer Religion wegbringen. Das sind die Worte von Allah. Aber Allah Azza wa Jal sagt, in istata'u, wenn sie dazu in der Lage sind. Wenn Allah aber dein Herz befestigt, Wallahi, so bist du Diener Allahs. Niemand schafft es, dich in die Irre zu führen, wenn Allah dich recht leitet. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen immer recht geleitet lassen. Und möge Allah Azza wa Jal uns nur als Muslime leben und sterben lassen. Und ich sage dir, mach dir keine Sorgen. Wallahi al-Azim, mach dir keine Sorgen. Es sind ein paar gezählte Tage, dann kehrst du zu Allah Azza wa Jal zurück. Und ich weiß, dass es besonders schwer ist, in diesen Tagen ein praktizierender Muslim zu sein, weil man von jeder Seite angegriffen wird. Aber dieser Angriff ist die größte Ehre für dich. Die Frage ist nur, ob du standhältst oder nicht. Was bist du bereit für Allah Azza wa Jal in Kauf zu nehmen? Bist du bereit für Allah sogar Schmerzen zu ertragen? Wenn nein, dann wechsel deine Religion. Dann wechsel deine Religion. Allah erwartet von dir, dass du alles Erdenkliche tust, damit du standhaft in dieser Dunya bleibst. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ Muslimun. Und sterbt nicht anders denn als Muslime. Allah mit seiner Barmherzigkeit erinnert dich und mich, dass wir nur als Muslime leben und nicht als nichts anderes sterben denn als Muslime. Wenn du dieses erreicht hast, dann hast du den größten Erfolg erzielt. Allah Azza wa Jal hat dir dein Ziel ausgemalt. Welches Ziel hast du im Leben? Sag mir nicht, O Diener Allahs, ich möchte Bauingenieur werden. Kein Problem. Achi, von mir, du kannst Bauingenieur und Stauingenieur werden. Das ist mir egal. Nur vergesse nicht dein Hauptziel. Es gibt normale Ziele, aber dein Hauptziel ist das, was Allah im Koran sagt. Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدِخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Und wer sich dann vom Höllenfeuer entrückt, fernhält, nicht hereingeworfen wird. Allahumma ja'alna minhum. Wer sich dann vom Höllenfeuer entrückt, nicht hereingeworfen wird, der hat wirklich einen wahren Erfolg erzielt. Was hat Allah als Erfolg genannt, dass du dich vom Höllenfeuer entfernst? Tayyib. Wie entfernt man sich vom Höllenfeuer? Indem man in die Disco geht? Indem man ein Joint dreht? Indem man eine Freundin hat, indem man mit den verrückten Leuten draußen Partys bis zum Morgengrauen feiert? Wie entfernst du dich vom Höllenfeuer? Genauso wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und die Sahaba es dir beigebracht haben. Eine Frage, hast du Hadithe gelesen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und die Sahaba wilde Feste gefeiert haben?
Hast du solche Hadithe? Hast du Hadithe, dass sie sich Frauen rumgegeben haben einander? Hast du solche Hadithe? Hast du Hadithe, dass sie sich mit Drogen die Birnen vollgehauen haben? Hast du solche Hadithe? Du hast sie nicht. Und du wirst sie niemals vorbringen können. Die Frage ist doch nur, wenn du weißt, die einen sind Paradiesbewohner und die anderen sind Höllenbewohner, warum lebst du nicht wie die Paradiesbewohner? Möge Allah uns die wahren, wahrhaftigen Vorbilder zum Ziel nehmen lassen. Liebe Geschwister, ich möchte heute mit euch über ein wichtiges Thema sprechen. Und wir werden insha'Allah ta'ala eine Reihe ab und zu darüber machen, bi'idhnillahi as-sami'il 'alim. Und zwar, wir wollen unsere Jahiliyya beenden. Und wenn man sich entschließt, sein Leben anders zu leben, als man es vorher getan hat, so hat man einen langen Weg vor sich. Richtig. Man hat einen langen Weg vor sich, aber es ist kein unmöglicher Weg. Das sollte in deinem Kopf bleiben. Es ist ein langer Weg. Es ist ein steiniger Weg. Aber wisse gleichzeitig, dieser Weg, wallahi al-azim, ist machbar. Denn wenn Allah dir dazu verhilft, wird niemand dich von diesem Weg abbringen können. Wisst ihr, die Kuffar, wenn sie zusammensitzen, so sagen sie einander und sie reden, jeder zu dem anderen. Was ist das Geheimnis, das Rezept, das diese Leute, die 15 oder 20 oder 25 Jahre anders gelebt haben, nachdem sie sich entschließen, den Islam anzunehmen, zu praktizieren, dass sie innerhalb von wenigen Tagen ihr gesamtes Leben umkrempeln? Was ist das für ein Geheimnis dahinter? Wir sagen, das Geheimnis ist leicht. Allah hat die Herzen gedreht. Allah hat die Herzen gedreht. Subhanal Malik. Wallahi, du siehst das in dieser heutigen Zeit. Einer, ein Jugendlicher, er nimmt den Islam an. Du fragst ihn, wie alt bist du? Er sagt dir, ich bin 30. Du sagst ihm, wann bist du zum Islam konvertiert? Er sagt dir, erst gestern. Du sagst zu ihm, wie hast du vorher gelebt? Er sagt dir, wie einer lebt, der in die Hölle will. Subhanal Malik. Und ab dem Zeitpunkt, an dem er den Islam angenommen hat, ist er bereit, sein gesamtes Leben umzukrempeln. Du siehst ihn, er verlässt seine Freundin. Du siehst, dass er zur Bank rennt, um sein Zinssparbuch zu kündigen. Du siehst ihn, dass er aufhört, mit denjenigen weiter herumzulaufen, die einen anderen Weg haben als er. Du siehst ihn, dass er auf einmal anfängt, seine Wörter zu wechseln. Vorher hat er gesagt, ach, was soll das jetzt? Sagt er, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah. Allah wechselt sein Vokabular. Du siehst manchmal, er hat Schwierigkeiten. Er kann die Wörter nicht richtig aussprechen, weil er gerade Muslim geworden ist. Subhanallah Malik. Aber du siehst, wie er sich bemüht. Er sagt dir, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Er redet erstmal so. Aber Subhanallah Malik, du siehst sein Gesicht leuchten. Woher kommt das? Allah dreht die Herzen. Und du siehst eine Schwester, sie war immer nackt. Sie hat niemals eine richtige islamische Bekleidung gehabt. Und plötzlich siehst du sie wie eine Blume in einem schönen Hijab. Sie hat ihren gesamten Körper bedeckt. Manche sogar, die noch mehr Kraft haben, haben sogar ihr Gesicht bedeckt. Und sie war vorher halbnackt auf den Straßen. Mehr als 10 Jahre. Wer ändert die Herzen, sagt es mir. Allah. Und die Kuffar fragen sich, wie geht so etwas? Nur Allah macht es möglich. Wir sagen ihnen, nur Allah macht es möglich. Wallahi al-Azim, liebe Geschwister, unsere Eltern konnten uns nicht erziehen. Die Gesellschaft konnte uns nicht erziehen. Die Schule konnte uns nicht erziehen. Die Gefängnisse konnten uns nicht erziehen. Unsere Freunde konnten uns nicht erziehen. Aber wer hat uns innerhalb kürzester Zeit erzogen? Allah Azza wa Jal. Und das zeigt, dass er subhanahu wa ta'ala alles in der Hand hat. Daher halte an Allahs Seil fest und lass dieses Seil niemals los und wisse, dass Allah Azza wa Jal bereit ist, dir in allen deinen Lebensumständen zu helfen. Du musst nur an seine Tür klopfen und ihn einzig und alleine bitten, wahrhaftig mit ihm sein, ihn lieben über alles und seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Dann wirst du bei Allah Azza wa Jal geehrt sein, auch wenn dich die Kuffar erniedrigen. Du bist geehrt bei Allah Azza wa Jal und wisse, Allah hat dein Paradies schon bereits erschaffen. Dein Paradies ist schon da. Es wartet nur darauf, dass du endlich darin eingehst. So heißt es in einer Überlieferung, liebe Geschwister, die Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala als authentisch klassifiziert hat.
اشتاقت الجنة إلى ثلاثة. Das Paradies sehnt sich nach drei Leuten. Ammar, Bilal, Ammar, Bilal wa Ali radiyallahu anhum ajma'in. Das Paradies sehnt sich nach drei Personen. Und ich frage dich, wenn du diese Überlieferung gehört hast, das Paradies sehnt sich nach drei Personen. Du sagst zu mir, ich sehne mich nach dem Paradies, richtig. Aber bei diesen Leuten, weil sie so eine gewaltige Stellung bei Allah Azza wa Jalla hatten, so hat sich das Paradies nach ihnen gesehnt. Das Paradies kann es kaum abwarten, dass diese Leute es endlich betreten. Allahu Akbar. Was waren das für Leute, dass das Paradies sich nach ihnen sehnt? Und so besteht dein Paradies schon. Und du hast die Möglichkeit, in dieser Dunya dein Paradies zu verschönern, aber wisse eins, auch dein Höllenfeuer existiert schon. Denn wenn eine Person stirbt, dann werden ihm beide Plätze gezeigt. Wenn er einer der Paradiesbewohner ist, dann wird ihm erstmal was gezeigt, das Höllenfeuer. Und es wird zu ihm gesagt werden, das wäre dein Platz, wenn du anders gelebt hättest, als wie du gelebt hast. Was denkt ihr, wird ihm in so einem Moment ein Stein vom Herzen fallen? Ey, wallah, das ist dein Platz. Du wärst heute in das Höllenfeuer hereingegangen, wenn du anders gelebt hättest. Und dann wird ihm sein Paradies gezeigt. Das aber ist dein wahrer Platz. Wie muss sich diese Person fühlen? Versteht das nur, oh Geschwister. Wie muss sich diese Person fühlen? Aber auch der andere, wal-iyadu billah, der ein Höllenbewohner ist, er kriegt erstmal das Paradies zu sehen. Und wenn er das Paradies sieht, so wird er verstehen, wofür er nicht bereit war, etwas zu opfern. Und es wird ihm gezeigt und zu ihm gesagt werden, das wäre dein Platz, wenn du auch dafür gewirkt hättest. Aber dann wird ihm das Höllenfeuer gezeigt. Das ist dein tatsächlicher Platz. Möge Allah Azza wa Jal uns alle vor dem Höllenfeuer bewahren und in das Paradies eingehen lassen. Daher wollen wir mit unserer Jahiliya abschließen. Mit unserer Jahiliya abschließen heißt, wir wollen unser vergangenes Leben hinter unserem Rücken werfen, liebe Geschwister. Wir wollen als Muslime, als reine Muslime leben. Das ist ein weiter Weg, wie ich es euch gesagt habe. Aber kein unmöglicher Weg. Aber je mehr du dich auf diesem Weg abmühst, umso näher wirst du dem Paradies kommen. Höre, was Allah Azza wa Jal, der Allmächtige, sagt. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und diejenigen, die sich auf unserem Weg abmühen. Auf welchem Weg? Auf dem Wege Allahs. Und diejenigen, die sich auf unserem Weg abmühen, sie tun alles Erdenkliche, um Allah Azza wa Jal zu gefallen, so werden wir sie unsere Wege leiten. Wir werden ihnen nur weitere Türen zum Paradies öffnen. Allahu Akbar. Wenn du auf der Straße bist und du siehst eine hübsche Frau von Weitem und du senkst deinen Blick, so hast du dich dem Paradies genähert. Wenn jemand zu dir kommt und dir sagt, kannst du mir ein Musiklied herunterladen, das neue von Buff Diddy, du sagst ihm, ich tue es nicht, du hast dich dem Paradies weiter genähert. Einer sagt dir im Sommer, komm, ja, Achi, lass uns etwas schwimmen und ein bisschen tauchen. Tauchen, tauchen, ja. Du sagst ihm, ja, Achi, ich bin auf dem Weg der Rechtleitung. Du hast dich dem Paradies weitergenährt. Du sitzt an einer Bushaltestelle und du gedenkst Allahs, anstatt irgendwie komisch durch die Gegend herumzuschauen. Du sagst, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim, du hast dich dem Paradies genährt. Jede freie Minute solltest du nutzen, damit du dich dem Paradies näherst, und höre diese Botschaft von deinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bin traurig, dass ihr keine Salawat macht. Sallallahu alaihi wasallam, er sagte, ihris ala ma yanfa'uk. Beschäftige dich mit Dingen, die dir einen Nutzen bringen. Eine Frage. Was bringt dir das, stundenlang in Facebook herumzublättern? Weißt du nicht, dass das ein Ort für Mülleimer ist? Weißt du das immer noch nicht? Weißt du nicht, dass die Leute, die da drin sind, in Facebook, mehr Zeit haben, als sie brauchen? Weißt du das nicht? Weißt du nicht, ja, Achi, dass diese Filme, Jet Li 14 und 15 und Rambo 16, immer dasselbe sind und sie dich nicht wirklich glücklich machen? Weißt du denn nicht, dass wenn du die Nacht einfach so
überstehst mit Dingen, die keinen Wert haben. Und du könntest in dieser Zeit Allah Azza wa Jal anbeten. Und Subhanahu wa Ta'ala, er hat dir versprochen, dass wenn du Qiyamul Layl betest und in einer bestimmten Zeit, im letzten Drittel der Nacht, ihn bittest, so wird Allah Azza wa Jal dir auf jeden Fall deine Bitte erfüllen. Hat das jemand von euch schon probiert? Hä? Wer hat das probiert? Na, stimmt? Ja, wallah, das stimmt. Ich kann euch von mir sagen, wallahi al-azim, Allah, alhamdulillah, nicht weil ich gut bin, aber Allah ist gnädig. Ich bin nicht gut, aber Allah ist gnädig, subhanahu wa ta'ala, barmherzig karim. Wer bezeugt, dass Allah karim ist? Schaut mal, subhanahu al-malik. Und das will ich von euch hören und sehen. Wie oft haben wir uns schlecht gegenüber Allah verhalten, aber er war immer zu uns großzügig. Wie oft haben wir Sinner gemacht? Wie oft haben wir Alkohol getrunken? Wie oft haben wir irgendwelche Sachen eingenommen von Drogen? Schlechtes getan, betrogen, gelogen. Und trotzdem hat Allah uns immer wieder Gutes gegeben. Und nein, zum Schluss hat er uns sogar die Tür zur Rechtleitung geöffnet. Willst du traurig sein, dass du so einen Herrn besitzt, o Diener Allahs? Im Gegenteil, du solltest dich freuen, dass Allah Azza wa Jal dein Herr ist. Möge Allah Azza wa Jal uns die Kraft geben, ihm zu gefallen, subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesagt, wir wollen mit unserer Jahiliya abschließen. Und es gibt viele Leute, liebe Geschwister, die haben eine Arbeit, die mit Haram zu tun hat, mit Verbotenem. Oder sie hatten eine Arbeit, die mit Verbotenem zu tun hat. Und es gibt Leute, die aus der Vergangenheit Geld erworben haben, was haram ist. Aus einer Arbeit, die haram ist. Was sind zum Beispiel Arbeiten, die haram sind? Welche? Na? Wenn man Alkohol verkauft. Sehr gut. Soll ein paar Muslime geben, ne, die das machen. Im Übrigen, diese ganzen Spätkaufläden, kann das sein, dass die nur Muslimen gehören? Ja. Wallah, ich habe noch nie einen Käfer da drin gesehen. Subhanallah, ich laufe an diese Läden vorbei. Es gibt Sorten vom Alkohol. A'udhu billah, tausende von Sorten von Alkohol. Welche Art? Bank. Dass man bei der Bank arbeitet. Mit Zinsen und alles, was damit zu tun hat. Bitte? Wettbüro. Meisel. Meisel ist Glücksspiel. Lotterie. Glücksspiel. All diese Dinge sind große Sünden bei uns. Yas'alunaka anil khamri wal meisel. Qul fihima ithmun kabir. Sie fragen dich nach dem Khamr, nach dem Alkohol und dem Meisel. Was ist Meisel? Und dem Glücksspiel. Sprich, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dieses ist eine kleine oder große Sünde? Große Sünde. Allahu Akbar. Er spielt Lotto. Einfach mal so Lotto. Lotto Toto. Und träumt, in die Malediven zu fahren und dort am weißen Strand zu liegen und ein Schirmchen drin zu trinken. Alles mit Haram. Subhanallah Malik. Weiter. Was sind noch Dinge, die verboten sind, wenn man sie arbeitet? Na? Shisha-Bar. Shisha-Bar al-Baraka. Kennt ihr die Shisha-Bar? Sie heißt al-Baraka. Na? Musiker. Musiker. Kling, kling, piano. Na, tfadda. Tabak und Drogen. Tabak und Drogen. Na, aber es gibt doch keinen Laden für Drogen. Gibt's? Ne? Aber natürlich, außerhalb der Geschäftszeiten gibt's dieses. Na. Lebensmittel in Deutschland. Mit Fleisch, was nicht halal ist. Fleisch, was nicht halal ist. Dinge, die haram sind. All das sind Arbeiten, die, wenn du sie arbeitest, wallahi nicht zu deinem Vorteil sein werden. Egal wie viel du verdienst. Denn ein Muslim, bevor er mit einer Arbeit anfängt, fragt er nicht, wie viel er verdient, sondern wird Allah mit mir zufrieden sein. Das ist ein Muslim. Auch wenn du 5.000 oder 6.000 verdienst, wallahi al-azim, wenn Allah nicht mit dir zufrieden ist, wird das nur eine Schmach für dich sein. Daher haben wir diese Situation, dass viele Haramgeld haben. Und sie haben es eingesehen, dass sie falsch gehandelt haben. Einer hat ständig von irgendjemandem Geld abgezogen. Der andere hat jemanden wieder betrogen. Einer hat wieder Geld geklaut. All das wird Yawmul Qiyamah zu dir zurückkehren. Abul Bara, übertreib nicht. Ich bete, ich faste, ich denke, es reicht aus, dass ich Yawmul Qiyamah errettet sein werde, auch wenn ich vielen Leuten ihr Recht verletzt habe. Höre mit mir diesen Hadith, damit du schnell deine falsche Ansicht änderst, o Diener Allahs.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, er wurde gefragt, atadruna man il muflis, und die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim. Wisst ihr, wer der Muflis, der pleite gegangen ist? Sie sagten, ya Rasulallah, al muflisu fina man la dirhama lahu wa la dinar, wa la mata'. Derjenige ist der pleite gegangene, der Muflis, der weder Dirham, was ist Dirham? Geld besitzt, noch irgendwelche Gegenstände. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, um diese falsche Antwort zu korrigieren, al-muflisu min ummati, man ya'ti yawm al-qiyama, bi salatihi, wa siyamihi, wa zakatihi. Vielmehr ist der pleite gegangene derjenige, der am Tag der Auferstehung mit was kommt? Mit seinem Gebet und mit seinem Fasten und mit seiner Zakat. Höre, ob das ausreicht. Denn Allah hat diese Taten von ihm angenommen. وَقَدْ شَتَمَ هَذَا. Aber er hat den und den beleidigt. Wie viele Leute hast du schon beleidigt? وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. Und er hat Geld von dem geklaut. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. Und er hat den sein Blut vergossen. وَضَرَبَ هَذَا. Und er hat den geschlagen. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ. Was muss er als Gegenleistung erbringen? يَوْمُ الْقِيَامَةِ, gibt es kein Geld. Du kannst nicht mehr mit Euro bezahlen. Also, was muss er machen? Er muss jetzt mit was bezahlen? Mit seinen Hasanat. Er hat doch sein Gebet und sein Fasten und seine Zakat und sein Hajj. Jetzt hat er eine bestimmte Menge an Hasanat, an guten Taten. Jetzt bezahlt er davon den 1000 Hasana, den 2000, den 10.000. Und je gewaltiger sein Unrecht war, umso mehr Hasana muss er abgeben. Das kann sein, dass er 50 oder 100.000 Hasana abgibt, bis er keine Hasana mehr hat. Was passiert mit ihm? Höre, was der Prophet sallam sagte. فَإِنْ فَنِيَ حَسَنَاتُهُ. Wenn seine Hasanat zu Ende sind, der Prophet sallam sagte, أَخَذَ مِنْ خَطَيَاهُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. Dann bekommt er die Sünden derjenigen, denen er Unrecht angetan hat. Er hat Musa geschlagen, aber er hat keine Hasanat mehr. Er kann nicht mehr das bezahlen mit Hasanat. Was kriegt er jetzt von Musa? Seine? Die Sünder von Musa. Die Sünder von Musa. Die kriegt er jetzt auf seinem Rücken. Und er sagt weiter, ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Daraufhin wird er in das Höllenfeuer hereingeworfen. Alle seine Hasanat sind weg. Hat er vorher Hasanat gehabt? Hat Allah diese Taten von ihm akzeptiert? Wurden sie aufgeschrieben? Haben sie ihm etwas genützt? Mit anderen Worten, o Diener Allahs, wir arbeiten die ganze Zeit für die anderen, wenn wir Unrecht begehen. Ist das schlau? Sagt es mir, ist das schlau? Wir verschenken unsere besten Taten. Dein Gebet, was du in der Nacht gebetet hast, wo du vielleicht sogar geweint hast. Und Allah lange in der Niederwerfung gebeten hast, dass er dir vergibt. Und Allah dieses Gebet mit viel Hasanat belohnt hat. Genau dieses Gebet verschenkst du an demjenigen, den du Unrecht angetan hast. Schlau? Wallahi nein. Subhan al-Malik. Jetzt wissen wir, dass es ernst ist, dass wenn du Unrecht tust, dass du Yawmul Qiyamah zur Rechenschaft gezogen wirst. Was für eine Blamage für einen, der eigentlich schon ein Paradiesbewohner gewesen ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er verdeutlichte uns, wie ernsthaft das Unrecht ist, liebe Geschwister. Er sagte, man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi au shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Wenn jemand einem anderen Unrecht angetan hat, seinem Bruder, wenn jemand seinem Bruder Unrecht angetan hat, dann soll er noch, wann? Morgen? Wann? Heute. Dann soll er noch heute seinem Bruder sein Recht zurückgeben, bevor ein Tag kommt. Wir haben gerade über diesen Tag gesprochen, wo kein Dirham und kein Dinar gezählt werden, wo kein Geld dir etwas nützen wird. Hat der Prophet sallam gewusst, über was er redet? Wie ernsthaft die Situation ist? Daher, lieber Bruder und liebe Schwester, verzeih mir, wenn ich dich frage, bist du verrückt?
Bist du verrückt, dass du die Rechte der Menschen verletzt? Wisst ihr, was Abdullah ibn al-Mubarak sagte, rahimullah ta'ala, einer von den glänzenden Tabi'in, Schüler von den Sahaban? Er sagte, Wallahi, höre zu, was er sagte, damit wir lernen von diesem großartigen, gewaltigen Tabi'in, liebe Geschwister. Er sagte, Wallahi, wenn ich Riba machen würde, lästern würde, würde ich über meine Eltern lästern, weil ich sie am meisten liebe, damit sie die Hasanat von mir bekommen. Aber er macht es nicht. Wenn ich es aber machen würde, über wen? Über meine Eltern, weil ich sie liebe, damit sie die Hasanat bekommen. Und du gibst noch deine Hasanat an Leute, die du liebst oder nicht liebst? Nicht liebst. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. Allah Azza wa Jalla sagt, an diesem Tag, Yawmul Qiyamah, wird der Mann flüchten vor seinem eigenen Bruder, vor seiner eigenen Mutter, vor seinem Vater, vor seiner Frau und vor seinen Kindern, seiner Familie. Wenn seine Familie an diesem Tag nichts mit ihm zu tun haben möchte, was denkt ihr dann über Fremde? Hat seine Mutter ihn immer vergeben in dieser Dunya? Antwort: Wird sie ihn Yawmul Qiyamah vergeben? Antwort: Nein. Ein schwerer Tag. Daher verschenke nicht an diesem Tag deine Hasanat. Wir haben darüber geredet, was Unrecht ist. Was stand in diesem Hadith? Was ist Unrecht? Er hat jemanden geschlagen. Einen anderen hat er getötet. Beschimpft. Einen wieder betrogen. Was hat er noch getan? Blut vergossen. Ja, Wallah, all dieses wird in dieser heutigen Zeit gemacht. Subhanallah. Denn wenn du das Unrecht nicht wieder gut machst, o Diener Allahs, so wird dich das Bittgebet desjenigen treffen, dem du Unrecht angetan hast. Ab dem Zeitpunkt, wo dir jemand Unrecht antut, bist du, o Diener Allahs, mächtig. Abu al-Bara, haben wir dich richtig verstanden? Mächtig? Was meinst du mit mächtig? Ich sage es dir. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. So fürchte das Bittgebet desjenigen, der zu Unrecht behandelt wurde. Von dir. Du hast ihm sein Geld geklaut, du hast ihn beschimpft, du hast über ihn gelästert, du hast über ihn dieses oder jenes gesagt, gelogen. So fürchtet das Bittgebet desjenigen, dem Unrecht angetan wurde. Denn zwischen ihm und Allah gibt es keinen Schleier. Das Bittgebet schießt direkt hoch zu Allah. Und soll ich dir was Gefährliches sagen? Wenn diese Person so emotional, so zornig ist, weil du ihm Unrecht angetan hast und er sagt, ja Allah, mache Musa behindert, das Bittgebet schießt hoch zu Allah. Abu al-Bara, bist du wahnsinnig? Willst du uns sagen, das ist eine schwere Drohung? Mehr als das. Wenn du Angst hast vor Menschen, wie soll deine Angst vor Allah Azza wa Jal sein? Und hör, einer der Paradiesbewohner, Ibn Zayd, er hatte eine Nachbarin, sie war eine Hexe im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Garten war neben ihr Garten. Und es war auf seiner Seite ein Brunnen. Sie hat aber behauptet, es wäre ihr Brunnen. Und dann ist sie unter den Leuten gegangen und hat gesagt, dieser ist ein Dieb, er hat mir meinen Brunnen geklaut. Sie hat seinen Ruf geschadet. Und ist zum Richter gegangen, um ihn anzuzeigen. Ibn Zayd. Ein Paradiesbewohner. Aber was war passiert bei ihm? Er wollte sich an ihr rächen. Rächen in dem Sinne, weil sie ihm Unrecht angetan hat. Und er ist ein Sahabi und einer der Mubashirin, der 10 Paradiesbewohner. Er sagt, ja Allah, lasse sie erblinden, mach sie blind und in ihr Brunnen hereinfallen. Den Brunnen, wo sie unter den Leuten gegangen ist und behauptet hat, er hätte ihn von ihr genommen. Unrechtmäßig. Subhan al-Malik. Ein Monat später. Wann? Ein Monat später. Das Bittgebet schießt hoch zu Allah, aber es muss nicht sofort beantwortet werden. Ein Monat später, wenn die Aussage stimmt, aber für uns ist wichtig, es wurde erfüllt. So lief sie, liebe Geschwister, durch ihren Garten ganz übermütig und auf einmal machte Allah sie blind und sie wusste nicht mehr, wo sie hinläuft und fiel in ihrem Brunnen und starb. Sie starb! Fürchtet das Gebet von wem? Von
von demjenigen, dem ihr Unrecht angetan habt. Eine Frage, bist du zu diesem Zeitpunkt mächtig? Ja, Wallah. Du bist mächtig. Nicht, weil du ein besonders guter Diener bist. Denn selbst der Kafir, dem zu diesem Zeitpunkt Unrecht angetan wird, wenn er Allah bitten würde, so würde auch das erfüllt werden. Weil das nichts mit seinem Kufr zu tun hat, sondern mit deinem Unrecht, was du ihm gegenüber angetan hast. Hast du das verstanden, O Diener Allah? Du bist mächtig zu diesem Zeitpunkt. Daher, wenn die Sahaba miteinander Streit hatten über Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu an, war bekannt, dass sein Bittgebet sofort zu Allah hochgeschossen ist. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das gesagt. Dass das Bittgebet von Sa'd sofort beantwortet wird. Abdullah ibn Mas'ud hatte manchmal einen Streit mit Sa'd ibn Abi Waqqas. So schaute Sa'd ibn Abi Waqqas Abdullah ibn Mas'ud an und hob langsam die Hände. Abdullah ibn Mas'ud sagte, bleib! Lass deine Hände unten. Er wusste, du bist mächtig. Mächtig! Bedeutet, wehe dir und mir, dass wir jemandem Unrecht antun und dieser in dem Zeitpunkt, wo ihm Unrecht angetan wurde, so emotional ist, dass er sagt, möge Allah dich töten. Möge Allah dich töten. Abu'l-Bara, übertreib nicht. Wir haben gesehen, dass es Leute gibt wie Asad, Allahumma dammirhu fi dunya wal akhirah. Dass dieser Shaitan, dass er so vielen Leuten Unrecht angetan hat, aber er lebt noch. Wir fragen ihn, hat dieses ein Grund, dass er immer noch lebt? Antwort. Schaut mal. Shaitan hat mit Allah Azza wa Jal eine Diskussion gehabt. Allah Azza wa Jal hat ihm gesagt, wirf dich vor wem nieder vor? Vor Adam alayhi salatu wassalam nieder. Was hat er gesagt? Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihm aus Leben. Wer ist er, dass ich mich vor ihm niederwerfe? Allah Azza wa Jal sagt zu ihm, Fakhruj minha fa'innaka rajim. Geh raus aus dem Paradies, denn du bist einer, der gesteinigt ist. Fakhruj minha fa'innaka rajim. Wa inna alayka la'na ila yawm al-din. Und auf dich soll der Fluch Allahs bis zum jüngsten Tag gehen. Was hat er gesagt, Iblis? Er sagte, Rabbi, fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Oh mein Herr, schiebe meine Strafe auf bis zum Tag, an dem sie alle erweckt werden. So sagte Allah, فَإِنَّكَ مِنَا الْمُنْدَرِينَ. So wird dir Aufschub gewährt. Eine Frage, hat Allah Shaitan Aufschub gewährt, weil er ein guter Diener ist? Antwort, warum hat er ihn Aufschub gewährt? Um seine Strafe zu mehren. Von einem Kafir. Ist Iblis ein Kafir? Wir haben heutzutage Muslime, der sagt, sag nicht Kafir zu ihm, das ist ein Kafir. Mach Bittgebet, möge Allah ihm recht leiten. Fragen wir, sag mal, hast du irgendwas vom Koran verstanden, vom Anfang oder vom Ende? Es gibt diese besonders barmherzigen Muslime. Mach Bittgebet für Iblis, Allah kann ihn ja noch recht leiten. Genau deswegen hat Allah gesagt, du bist verflucht bis zum jüngsten Tag. Ich weiß nicht, welche Zeit er sieht, dass er recht geleitet wird. Gehört nicht zu diesen Leuten, liebe Geschwister, denn wir haben Beweise für bestimmte Dinge. Das heißt, Allah hat ihn nur Aufschub gewährt, nicht weil er ihn liebt, sondern, sagt es mir, um seine Strafe zu mehren. Asad, möge Allah Azza wa Jal ihn seine Strafe mehren. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er berichtet von Allah Azza wa Jal, dass dieser sagte, in einem Hadith Qudusi, وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ. Bei meiner Allmacht und bei meiner Majestät, Allah Azza wa Jal, er redet, er sagt, ich werde dir helfen, o Bittgebet, bis du mich erreichst. Wenn es auch nach einiger Zeit ist. Pharaon wurde nach 40 Jahren vernichtet. Nachdem Musa a.s. und sein Bruder Harun Dua gegen ihn gemacht haben. Musa hat Dua gemacht, sallallahu alaihi wasallam, und hinter ihm Harun hat gesagt, Amin, Amin. Zwei Propheten machen Dua gegen diesen Muslim. Pharaon, und trotzdem 40 Jahre später, wie Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, hat Allah Pharaon vernichtet. Hat Allah ihn vergessen? Hat Allah ihn zum Beispiel gemacht für die Strafe? Antwort. Wenn es auch nach einiger Zeit ist. Viele fühlen sich sicher. Aber ich sage dir, diese Sicherheit ist nur, weil du ein Jahil bist.
Liebe Geschwister, viele von uns waren nicht immer praktizierend. Und der eine oder der andere hat in dieser Zeit Geld verdient, indem er etwas gemacht hat, was nach unserer Religion, der Religion des Islam, verboten ist. Und jeder sollte wissen, dass auch wenn man den Islam annimmt, höre zu, O Diener Allahs, so wird Allah einem alle Sünden vergeben. Alle Sünden, höre zu, Klammer auf, Klammer zu. Es gibt Dinge, die Allah erst nur dann verzeiht, wenn man denjenigen, den man Unrecht gegenüber angetan hat, sein Recht zurückgibt. Ja, Allah vergibt dir alle deine Sünden, die zwischen dir und Allah waren. Was heißt Sünden zwischen dir und Allah? Na? Das Unterlassen des Gebets. Es hat nichts mit den Rechten von wem zu tun? Von den Menschen. Von den Menschen. Zum Beispiel. Genau. Dass jemand ein Gebet ausgelassen hat. Möge Allah Azzawajal uns standfest machen. Dass jemand, liebe Geschwister, selbst sich gegenüber Unrecht angetan hat, indem er übelst gesündigt hat. Und vielleicht Monate und Abermonate und Jahre. Aber er kehrt dann mit einem reuigen Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. So wird Allah einem alle Sünden vergeben. Aber wenn du zwischen diesen Sünden jemandem etwas angetan hast, dieses vergibt dir Allah nicht, bis du diese Person um Vergebung, Verzeihung bittest. Das heißt, dieses Recht bleibt von ihm bis Yawmul Qiyamah, es sei denn, du hast ihn vorher schon um Verzeihung gebeten. Frage. Ist es wahrscheinlicher, dass eine Person dir in dieser Dunya vergibt, als am Tage der Auferstehung? Antwort, ohne Frage. Yawmul Qiyamah, wir haben gesagt, der Mann rennt weg vor seinem Bruder, vor seinem Vater, vor seiner Mutter. In dieser Dunya hätten sie dir verziehen. Yawmul Qiyamah, du sagst zu deiner Frau, die du vielleicht immer zusammengeschlagen hast, und du hast sie übelst behandelt. Du sagst zu ihr, verzeihe mir, sie sagt dir. Beschimpf mich, sie sagt dir. Tu mit mir, was du willst, aber verzeih mir. Sie sagt dir, heute ist mein Tag, an dem ich mein Recht zurückbekomme. Sie freut sich. Sie freut sich, an diesem Tag eine Hasana zu bekommen. Alle deine Sünden werden dir vergeben, außer, was haben wir gesagt, die Rechte von den Menschen, die du verletzt hast. Hört, was Al-Qurtubi rahimullah ta'ala sagte. Er sagte, فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ فَلَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْهُ إِلَّا بِرَدِّهِ إِلَى صَاحِبِهِ. Wenn eine Person für seine Sünden um Vergebung bittet, dann wird Allah Azza wa Jal ihm alle Sünden vergeben, es sei denn, es geht um die Rechte der Menschen, die er verletzt hat, so wird die Reue erst gültig, wenn man das Unrecht wieder gut gemacht hat. Und dieses Unrecht kann dein Höllenfeuer bedeuten. Ey Wallah. Dieses Unrecht kann dein Höllenfeuer bedeuten. Daher sollte man seine Religion lernen, um zu wissen, wann begeht man Unrecht gegenüber einer Person, damit du nicht Yawmul Qiyamah verwundert bist, dass du nicht in das Paradies hereinkommst, wie du gedacht hast, sondern dass dir etwas anderes blüht. Möge Allah Azzawajal uns alle vor dem Höllenfeuer bewahren. Das heißt, liebe Geschwister, damit wir das richtig verstehen, die Reue löscht nicht das Unrecht, was du gegenüber anderen Menschen machst. Alles andere löscht die Reue, außer das Unrecht, nach der richtigen Aussage der Gelehrten. Und wenn man Haram verdient, Geld, was verboten ist, wie wir gesagt haben, und leider viele Muslime, Jugendliche, sie arbeiten in Jobs, wo es Haram ist, dort zu arbeiten. Und du sagst ihnen, wer ist dein Versorger? Er sagt dir, Allah. Dann sagst du ihm, wenn du weißt, dass Allah dein Versorger ist, warum machst du Haram? Warum? Ist das eine Lüge? Er sagt, Allah ist mein Versorger. Daraufhin macht er Haram. Das ist doch eine Lüge, oder? Weil wenn er wüsste, Allah ist sein Versorger, würde er Haram machen, antworten? Weil er, wenn er wüsste, Allah ist sein Versorger, dann weiß er auch, dass Allah jedes Geschöpf versorgt. Diese Person ist vielleicht 22, 23 Jahre alt
Und er hat neu mit diesem Job angefangen. Du sagst ihm, ja, Achi, lass diesen Job. Und fürchte Allah. Er sagte, ich brauche diesen Job, um zu überleben. Auf einmal geht es ums Überleben. Genau, in Deutschland muss man überleben, richtig? Subhanallah. Du sagst ihm, wie hast du 21 Jahre vorher gelebt? Wie? Woher? Wie hast du überlebt? Weil wenn man 3 Tage nicht isst, was passiert mit einem Mann? Man stirbt. Aber schau ihn dir an, der wiegt 120 Kilo. Der sieht nicht danach aus, dass er in nächster Zeit stirbt. Das heißt, er vertraut nicht auf Allah und es ist nichts anderes als eine Lüge. Wenn du sagst, Allah ist mein Versorger, dann hast du einen festen Glauben, dass Allah dich versorgt. Und wehe dir, dass du eine Sünde machst, um etwas zu bekommen, was Allah für dich geschrieben hat. Wehe dir. Und wisse, dass Allah niemals mit dir zufrieden ist, dass du sündigst, nur um das zu bekommen, was Allah für dich geschrieben hat. Es wird erzählt. Deswegen sage ich, es wird erzählt. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu hatte einen Knaben. Und eines Tages ging er mit seinem Knaben und dem Kamel. Und er sagte zu ihm, pass auf das Kamel auf, ich habe eine Beschäftigung und dann komme ich wieder. So kam er zurück, Abu Bakr as-Siddiq, und er sah weder das Kind noch das Kamel. Dann suchte er nach ihm, bis er auf einen Marktplatz ging und dort fragte er nach diesem Jungen, ob er gesehen wurde mit dem Kamel. Man sagte zu ihm, hier war ein Junge mit einem Kamel und dieser hat ihn verkauft für 2 Dinar. So sagte Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, Subhanallah, ich wollte ihm genau 2 Dinar als Lohn geben. Ich wollte ihm genau 2 Dinar als Lohn geben. Hat der Junge das im Haram oder im Halal verdient? Im Haram. Du hast die Wahl. Du kriegst natürlich die Versorgung, aber die Frage ist sie Haram oder ist sie Halal? Das ist das Entscheidende. Daher, wer etwas tut, was verboten ist, liebe Geschwister, so ist das eine ernsthafte Sache. Wie ernsthaft, Abu Bakr? Ich sage es dir, es kann sein, dass alle deine Taten, die du machst gegenüber Allah, ungültig sind. Ungültig sind! Wie viele verdienen Geld mit Haram? Indem sie Drogen verkaufen, Alkohol verkaufen, Zigaretten, Lotterie betreiben, das Jobcenter regelmäßig betrügen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wahrlich, Allah ist gut und er akzeptiert nur das, was halal und richtig ist. Allahu Akbar. Und am Ende von diesem Hadith, der bei Imam Muslim verzeichnet ist, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rab, Ya Rab. Er streckt seine Hände in den Himmel und sagt, Ya Rab, Ya Rab, O mein Herr, O mein Herr. Wa mat'amuhu haram. Und sein Essen ist aus Haram. Wa mashrabuhu haram. Und sein Trinken ist aus Haram. Nicht das Getränk selber ist Haram. Nein, er hat es aus was erworben? Aus einer Haram-Quelle. Das heißt, sein Geld war Haram. Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Au ghudhiya bil haram. Fa anna yustajaba lah. Und auch sein Essen ist Haram und seine Kleidung ist Haram. Wie soll Allah da sein Bittgebet überhaupt erhören? Hadith deutlich? Hadith deutlich. Und Ibn Abdus, rahimullah ta'ala, er sagt, وَمَنْ لَمْ يُصَحِّحْ طَيِّبَ مَكْسَبِهِ خِيفَ عَلَيْهِ أَلَّا تُقْبَلَ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَحَجُّهُ وَجِهَادُهُ وَجَمِيعُ عَمَلِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Wer auch immer eine Einnahmequelle hat, wo er Haram verdient, so besteht die Gefahr, passt auf, dass sein Gebet, sein Fasten, sein Hajj, sein Dschihad und seine anderen Taten nicht akzeptiert werden. Weil Allah sagt im Koran, wahrlich Allah akzeptiert nur von den Gottesfürchtigen. Gehört er zu den Gottesfürchtigen? Antwort nein. Ein Mann kam zu diesem Imam und er sagte zu ihm, ich habe Geld, was aus verbotener Quelle stammt. Das heißt Haram-Geld. Und ich möchte demnächst die Hasch vollziehen, indem ich auf meinem Esel reite und die Hasch vollziehe. Ist meine Hasch gültig, obwohl ich die Hasch vollziehen will mit Haram-Geld? So sagte der Gelehrte, dein Esel hat die Hasch gemacht, du aber nicht. Von deinem Esel, die Hasch ist gültig.
Was kann er dafür, dass du haram wirst? Deine Hajj ist aber ungültig. Ja, erschreckt dich das nicht? Wenn dein Assas, deine Grundlage haram ist, dann brauchst du diese Taten nicht auszuführen. Und das ist die richtige Aussage der Gelehrten. Mit diesem Beweis, was soll ihm da das Bittgebet nützen? Eine Frage, brauchen wir alle die Barmherzigkeit Allahs? Was müssen wir tun, um die Barmherzigkeit Allahs zu bekommen? Allah darum, bitte, was nützt dir das Bittgebet, wenn Allah es nicht annimmt? Um was willst du Allah bitten? Du hast nichts. Du hast nichts, ja. Und daher, deine stärkste Waffe ist dein Bittgebet. Wenn dieses nicht angenommen wird, was nützen dir dann deine gesamten Taten? Möge Allah Azzawajal uns bewachen. Und es gibt Leute, sie arbeiten bei Arbeiten, liebe Geschwister, vielleicht sogar im Restaurant, wo sie Dinge verkaufen, die haram und halal sind. Das heißt gemischt. Was ist mit diesen Leuten? Die Gelehrten sagen, وَإِنْ اِخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ وَجُهِلَ قَدْرُ كُلِّ مِنْهُمَا جُعِلَ ذَلِكَ نِصْفَيْنِ. Wenn eine Person Haram und Halal verdient, dann muss er erstmal bereuen. Das steht hier nicht im Text, aber das ist klar. Er muss bereuen. Wenn er bereut hat, dann versucht er auf beste Art und Weise zu recherchieren, nach bestem Wissen und Gewissen. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا مَسْتَطَعْتُمْ. So fürchtet Allah, so viel ihr könnt. Nach bestem Wissen und Gewissen muss er versuchen zu errechnen, wie viel Haram hat er bekommen und wie viel Halal. Und diesen Anteil von Haram gehört nicht ihm. Was ist aber mit dem Anteil von Halal? Der gehört ihm, weil das Halal ist. Einer, der im Restaurant arbeitet, er verkauft ja auch zum Beispiel Sprudelwasser. Sprudelwasser ist erlaubt oder nicht? Nicht, wenn es mit Bacardi gemischt ist. Das heißt, es gibt Dinge, die sind halal und Dinge, die sind haram. Okay. Alles, was halal ist, darf er behalten. Ist sein Recht. Und das ist die Religion, sie ist barmherzig. Aber alles, was haram ist, muss er weggeben. Diesen Anteil muss er versuchen zu errechnen. Oh, ich arbeite schon seit 10 Jahren im Haram. Ich weiß nicht, wie der Anteil ist. Die Gelehrten sagen, wenn er nicht weiß, wie viel der Anteil ist, was macht er? 50-50. 50-50. Und liebe Geschwister, es ist schlimm genug, dass man Haram verdient. Das Schlimme ist, dass man noch seine Familien damit ernährt. Allahu Akbar. Du gibst ihnen glühend heiße Kohlesteinchen in ihre Mägen. Na, aber deine Familie ist frei von deiner Sünde. Allahu Akbar. Das heißt, verantwortlich ist nur der, der das Haram tatsächlich verdient. Und es gibt diesbezüglich eine Qaida, nicht Al-Qaida, eine Qaida, eine Regel. Qaida ist Regel. Die Gelehrten sagen, أَنَّ الْمَالَ الْمُحَرَّمْ لِكَسْبِهِ حَرَامٌ عَلَى كَاسِبِهِ فَقَطْ. Derjenige trägt alleine die Sünde und die Last, der Haram verdient. Der trägt die Last an für sich. وَأَمَّا مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِوَجْهٍ مُبَاحٍ كَالْهَدِيَّةِ وَالنَّفَقَ عَلَى أَهْلِهِ وَنَحْوَهَا فَمُبَاحٌ لَهُ. Derjenige aber, der von ihm, von demjenigen, der das in Haramweise erwirbt, sein Geld, wer von diesem, der in Haramweise das Geld erwirbt, von ihm bekommt er ein Geschenk oder der gibt ihm Geld, so hat er keine Sünde daran. Ich gebe euch ein Beispiel. Dein Vater arbeitet zum Beispiel im Haram. Was ist deine Aufgabe? Du solltest mit ihm reden. Ja, weil das ist Haram. Und er wird vielleicht seine Taten nicht akzeptiert bekommen. Und vielleicht betet er, vielleicht fastet er und spendet sogar. So, du sollst ihm eine Nasiha geben. Wenn er aber diese Nasiha nicht annimmt, das, was du von ihm erwirbst als Kind, zum Beispiel Taschengeld oder seine Frau, sie sind frei von seiner Sünde. Ist der Islam gerecht? Der Islam ist gerecht. Für sie ist das Geld erlaubt. Das ist eine Regel. Für sie ist das Geld erlaubt. Abul Bara, ich möchte einen Beweis von dir. Regeln hin und her interessiert mich nicht.
فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه. Es wurde authentisch überliefert, wie Imam Ahmad rahmatullah alayhi gesagt hat, diese Überlieferung ist authentisch und sie ist bei Abdurrazzaq in al-Musannaf, liebe Geschwister. So wurde Abdullah ibn Mas'ud, annahu su'ila, amman lahu jarun ya'kulu riba alaniyatan, yad'uhu ila ta'am. Eine Person hat Abdullah ibn Mas'ud gefragt: Ich habe einen Nachbarn, der nimmt Zinsen, der handelt mit Zinsen. Haram oder halal? Haram. Deutlicher Haram? Deutlicher Haram. Aber er lädt mich zum Essen ein. Soll ich die Einladung annehmen? So sagte Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, فَإِنَّمَا أَلْمَهْنَأُ لَكُمْ وَالْوِزْرُ عَلَيْهِ. Ihr habt das Vergnügen, das heißt, ihr werdet schön essen und er hat die Last. Ihr habt das Vergnügen und er hat die Last. طيب, das heißt, für uns, liebe Geschwister, wir haben nichts mit dem Haram zu tun. Aber was sollte unsere Aufgabe sein? Dass wir unseren Eltern, wenn sie Haram machen, was geben? Eine Nasiha. Oder anderen Leuten. Denn wir sind Leute, die lassen nicht eine Person einfach so in das Höllenfeuer hereinschlittern. Denn wir wissen, wie gefährlich diese Situation ist. Dass sogar ihre gesamten Taten nicht angenommen werden. Und daher sind wir nicht gemein, sondern wir erzählen den Leuten, liebe Geschwister, was richtig und was falsch ist. Subhan al-Malik. Wir wollen jetzt dieses zusammenfassen. Wir haben gesagt, eine Person, er arbeitet mit Haram. Was ist die größte Gefahr für ihn? Dass all seine Taten ungültig sind. Dieser muss sofort aufhören mit der Arbeit. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man taraka shay'an liman lillah. Derjenige, der etwas für Allah lässt. Allahu Akbar. Für wen? Für Allah. Weil er ihn fürchtet. Einer hat zum Beispiel eine Arbeit, wo Haram ist. Wo er Alkohol verkauft und Schweinefleisch. Dann kommt zu ihm die Ermahnung. Einer warnt ihn. Er sagt ihm, fürchte Allah. Dann sagt er, ich lasse diese Arbeit für Allah. Höre, was der Prophet sallallahu sagte. Man taraka shay'an lillah, awadallahu khayran min. So wird Allah ihm etwas geben, was besser ist als das, was er gelassen hat. Ein Versprechen von As-Sadiq al-Masduq, dem wahrhaftigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ich habe Leute gehabt, die haben mich angerufen, die haben mir gesagt, Abu'l-Bara, ich habe diese und jene Arbeit. Ich habe ihnen gesagt, unterlass das sofort, Allah wird dir was Besseres geben. Er sagt, am selben Tag habe ich etwas Besseres bekommen. Am selben Tag habe ich etwas Besseres bekommen. Das ist Allah azza wa jal. Er gibt dir etwas Besseres mit der Voraussetzung, du unterlässt diese Arbeit für Allah azza wa jal, dass er sieht, dass du gottesfürchtig bist. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, liebe Geschwister, an wen gibt man das Haramgeld, wenn man dessen Besitzer nicht mehr kennt? Es kann sein, dass man Haramgeld von jemandem genommen hat, dass man Geld von jemandem gestohlen hat, dass man hier und dort etwas gemacht hat und von Leuten das Recht genommen hat. Ein Bruder sagte zu mir, er ist jahrelang mit der BVG schwarz gefahren. Ja. Und eines Tages, und er hat auch bei Pennymark geklaut, regelmäßig. Nein, natürlich sage ich nicht seinen Namen. Auf jeden Fall, irgendwie muss er ja zu Pennymark kommen mit der BVG. Er sagte, Wallahi Abu'l-Bara, als ich erkannt habe, ich bin falsch, ich bin zu denen hingegangen. Ich habe gesagt, ich habe jahrelang auf eure Kosten gelebt. Sie haben mir gesagt, wir tun so, als ob wir das nicht gehört haben. Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Allahu Akbar. Wenn du etwas in Richtung Allah tust, wird er dir helfen, antworten. Wallahi, er hilft dir. Deswegen habe keine Angst und diene Allahs und reinige dich, bevor du Yawm al-Qiyamah im Höllenfeuer gereinigt wirst. Möge Allah uns davor bewahren. Was mache ich mit dem Geld, was ich aus der früheren Zeit erworben habe? So sagt Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala, al-amwalu allati ta'adhara radduha ila ahliha li'adami al-ilm bihim mathalan hiya mimma yusrafu fi masalih al-muslimin 'inda akthar al-ulama. Wenn es nicht möglich ist, die Besitzer ausfindig zu machen, das heißt, du weißt nicht mehr, wo derjenige ist, dem du gegenüber Unrecht angetan hast, von dem du vielleicht Geld geklaut hast, direkt oder indirekt, dessen Recht man verletzt hat, so soll man dieses Geld nach der Ansicht der meisten Gelehrten
Für wen geben? Was denkt ihr? Für die? Wohltätige Zwecke. Für wohltätige Zwecke, für die Muslime. Du bekommst aber keinen Lohn dafür. Nicht, dass du sagst, Allahu Akbar, bin ich spendabel. Was für eine Sadaqa. A'udhu billah. Du reinigst dich gerade von diesem Geld. Du gibst das für wohltätige Zwecke, für die Muslime, die bedürftig und arm sind. Das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, liebe Geschwister. Warum? Damit du dich reinigst. Tayyib. Abul Bara, ganz im Ernst, ich habe Haram-Geld. Aber das Problem, ich habe Schulden und ich bin gerade in einer sehr schweren Situation. Kann ich etwas von dem Geld für mich behalten? Wenn man nur dieses Geld besitzt, nichts außer dieses Geld, und man kann nicht weiter seinen Lebensunterhalt beschreiten, so sagt Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala, فَإِنْ تَابَتْ هَذِهِ الْبَغِيُّ وَهَذَا الْخَمَّارِ وَكَانُوا فُقَرَى جَازَ أَنْ يُصْرَفَ إِلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِقْدَارُ حَاجَتِهِمْ. Wenn die Prostituierte und derjenige, der einen Weinladen hat, das heißt der Alkohol verkauft, bereuen, was ist hier das Stichwort? Bereuen. Und sie sind arm und brauchen etwas, um ihr Lebensunterhalt zu beschreiten, so können sie von diesem Haramgeld so viel sie nehmen, wie sie brauchen. Allahu Akbar. Und das, weil es eine weitere Qaida gibt. Nochmal Qaida. Heute gibt es nur Qaida. Im Übrigen, habt ihr eins gemerkt, seit es dieses gibt, gibt es keine Qaida mehr. Ganz komisch, ja? Ganz komisch. Wir sind ja alle dumm. Wir sind ja alle dumm. Subhanallah. Aber leider, unsere Leute verstehen bis heute nicht. Möge Allah sie rechnen. Diese Regel heißt, الضرورات تبيح المخطورات. Die Notwendigkeit hebt allgemein eine verbotene Situation auf. Wenn du in Not bist, darfst du sogar Schweinefleisch essen, um zu überleben. Warum? Notwendigkeit. Aber ich glaube, man will trotzdem dann eher lieber sterben. Aber nicht, dass du dieses Schweinefleisch schön grillst und Pfeffer holst und sagst, sondern du isst nur so viel, wie du brauchst. Du isst nur so viel, wie du brauchst. Das ist die Sache, liebe Geschwister. Und ich möchte es nicht zu lang machen für meine Geschwister. Ich schließe nur ab. Kann man mit diesem Geld, was Haram ist, was von Haram stammt, und man hat bereut, kann man davon Schulden abbezahlen? Ja. Aber nur den Anteil, den du wirklich benötigst.